Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal wieder eine Mythic Plus Chest aufmachen und sogar auch eine PvP Chest. Ich habe nämlich letzte Woche eher durch Zufall beides erspielt. Ich bin ja nicht mehr aktiv quasi die beiden Chests am Spielen, weil so wirklich Gear groß ziehe ich da eh nicht raus und mit dem Raid sind wir beim Endboss, hoffentlich bald beim Kill. Dementsprechend bin ich da jetzt nicht mehr großer Mythic Plus Mann. Ich hatte letzte Woche nur ein Key mitgesellt, weil ich ja gerade am Gold machen bin, ein Elfer Key, mal gucken, was da jetzt rauskommen wird. Und irgendwie habe ich tatsächlich auch die PvP-Kiste voll gekriegt. Ich weiß gar nicht, was ich da alles gemacht habe, aber irgendwie ist die PvP-Kiste auch voll und deswegen werden wir jetzt einfach mal beide aufmachen. Und vielleicht rollt ja irgendwas überraschend hoch und ich kriege nicht nur Müll raus, aber ich glaube nicht. Was haben wir denn hier? Oh, für 40er Hände. Ich habe zwar jetzt nur 430er an, wie ihr seht, aber die sind halt besser, weil sie so einen Effekt drauf haben. Ne? Das sind die von Ashara und theoretisch habe ich auf der Bank noch, ich glaube, 445er irgendwo rumflacken, die ich aber nicht anziehe, weil die anderen besser sind. Naja, gut. Ich hätte die euch jetzt gezeigt, aber ja. Ich muss meine Bank ausräumen, ich glaube, hier oben. Ne? Ich habe auch 440er mit Sockel und hier 445 und so. Also die ich jetzt rausgezogen habe, die sind zwar ganz nett, aber Crit Mastery ist halt, sind halt jetzt nicht so die geilen Stats. Aber wieder ein bisschen Titanresidium, kann man schon mal auf den nächsten Patch sparen. Bin jetzt schon wieder bei 94.000. Ja, nimmt man mit, ja. Mich würde mal interessieren, wann ihr das letzte Mal was Sinniges da rausgezogen habt aus der Chest. Aber bei mir ist es bestimmt schon mehr als 2 Monate hin, her, wenn nicht noch länger. Also, ja. Deswegen bin ich jetzt auch nicht mal großartig am jede Woche Chests quasi frei spielen. Jetzt schauen wir mal, was in der PvP-Kiste drin ist. Vielleicht ist ja da irgendwas Spannendes drin. Was haben wir denn da? Boah, 415er Hosen. Jetzt geht aber was, ne? Jetzt geht aber richtig was. Ja gut. Es war abzusehen, dass die Items, die da raus sind, nichts Geiles sein werden. Aber naja, hätte ja was hochrollen können. Das war's mit einem kleinen Video. Schreibt mir mal rein, ob ihr die Chest noch macht, beide, und oder ob ihr da noch was Sinniges rausgezogen habt. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.